Hallo zusammen, heute möchte ich euch mal von einem wirklich seltenen Fahrzeug erzählen. Und wenn ich sage wirklich selten, dann meine ich aber auch so richtig selten. Also ein Pagani, so wie es hier auf meinem T-Shirt steht, der ist ja schon selten. Aber das Auto, um das es heute geht, das ist deutlich exklusiver als ein Pagani. Das kann man nicht anders sagen. Und ohne große Umschweife haue ich jetzt einfach mal den Namen raus. Fisker Latigo CS. Jetzt mögen die meisten von euch sagen, hä, was? Fisker Latigo CS? Sagt mir gar nichts. Und das kann ich auch verstehen, denn das Auto kennen wirklich die allerwenigsten. Wer sich zurückerinnert, vielleicht hat es einer von euch gesehen, ich habe schon mal vor einer Weile ein Video gemacht zum Fisker Tramonto. Da habe ich auch ein bisschen ausgeholt, was so dahinter steckt. Und der Fisker Tramonto, der wurde 15 Mal gebaut, aber der Latigo CS wurde noch seltener gebaut. Und hinter beiden Fahrzeugen, da steckt ein Mann, der heißt Henrik Fisker. Und das ist ein dänischer Designer, der zuständig war für wirklich, man kann es nicht anders sagen, automobile Design-Ikonen. Also der hat Fahrzeuge gezeichnet wie den BMW Z8, ein Auto, was auch 20 Jahre nach seiner Präsentation immer noch mega modern aussieht, wie ich finde, und ja nicht umsonst inzwischen ein echtes Sammlerstück ist. Außerdem war Henrik Fisker verantwortlich für den Aston Martin DB9, den Aston Martin V8 Vantage und den Ateca GT, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt. Aber alles auf jeden Fall sehr eigenständige Designlinien und Designsprachen bei diesen Fahrzeugen, also nichts irgendwie von der Stange, wie ich finde. Und dann hat er 2011 den Fisker Karma auf den Markt gebracht, eine vollelektrische Limousine, kennen vielleicht einige von euch, ansonsten mal googeln, sieht ebenfalls ziemlich cool aus, wie ich finde, aber das war eben nicht sein erstes Fahrzeug, denn 2005 auf der IAA in Frankfurt hat er zwei Modelle präsentiert, den Tramonto, von dem ich schon mal erzählt habe, und den Latigo CS, um den es heute geht. Und beide Modelle basieren auf deutschen Luxusautos. Der Tramonto, das habe ich schon mal erzählt, basiert auf einem Mercedes SL der Baureihe R230. Deshalb ist es eben auch ein Cabrio mit Klappdach. Der Latigo CS, das ist ein Coupé. Bevor ich euch jetzt sage, auf welchem Fahrzeug das basiert, gucken wir uns einfach mal an, wie der Wagen aussieht. Ich habe hier ein paar Bilder auf meinem Bildschirm, damit wir so ein bisschen gemeinsam drauf gucken können. Also vor allen Dingen die Front ist natürlich sehr eigenständig, hat aber auch so einen gewissen Aston Martin Touch. Also ähnlich wie der Tramonto, so ein bisschen, ja, so ein breites Maul, sieht eben nach Aston Martin aus. Ist ja auch kein Wunder, wenn der Henrik Fisker den DB9 und auch den V8 Vantage gezeichnet hat. Aber diese großen Tagverleuchten unterhalb der richtigen Scheinwerfer, die sind doch sehr eigenständig, wie ich finde. Und auch die Motorhaube, die ist ja wirklich sehr lang, geht bis in den Grill rein. Auch die finde ich relativ eigenständig tatsächlich. Sieht auf jeden Fall, finde ich, edel aus und ist mal was anderes. Dann gehen wir mal weiter zum Heck. Ich mache das hier auch mal auf. Und am Heck, da muss man sagen, ja, das erinnert mich gar nicht mehr an das Ursprungsauto. Ich weiß aber auch schon, was das Ursprungsauto ist. Ich spanne euch hier ja noch auf die Folter. Die Scheinwerfer, beziehungsweise die Rückleuchten, muss man ja sagen, die sind relativ schmal, zweigeteilt, gehen in die Heckklappe über. Hatten so ein bisschen für mich so einen Look wie ein Mix aus dem aktuellen Mercedes E-Klasse Coupé und dem Renault Laguna Coupé, für die, die es noch kennen. Ansonsten relativ clean, kaum Schnörkel. Vierrohrauspuff in diesem Fall, also ja, wie gesagt, nichts besonders Aufregendes. Und jetzt gehen wir nochmal weiter ins Profil. Und da kann ich mir vorstellen, dass einige von euch so langsam eine Idee bekommen, auf welchem Fahrzeug der Latigo CS basiert. Denn, ich gebe gleich mal den besten Tipp, schaut euch mal die Türen und auch allgemein die Dachlinie an. Und dann, finde ich, kann man das schon relativ gute Rückschlüsse drauf ziehen, welches Fahrzeug das ist. Und jetzt haue ich es einfach mal raus. Für alle, die es jetzt bis hierhin noch nicht gecheckt haben, es ist ein BMW 6er. Also ein BMW 6er der Baureihe E63. Das ist die Baureihe, die von Chris Bangle designt wurde, also der Designer, der auch den 7er designt hat. Und gerade eben an der Tür, dem Türgriff und auch dem Außenspiegel kann man ganz gut erkennen, dass das eben ein 6er ist.
Alles andere, muss man sagen, wurde wirklich sehr aufwendig, aber trotzdem auch eigenständig umdesignt. Die Karosserieteile sind zum Großteil aus einem Mix aus Fiberglas und Carbon, einige Teile aus Aluminium. Also da hat Fisker Coach Building wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Wenn man jetzt nochmal sich wieder die Front anschaut, dann merkt man auch plötzlich, die Scheinwerfer, ja, das sind BMW-Scheinwerfer, allerdings wurde die Schürze nach oben verlängert, sodass die Scheinwerfer jetzt schmaler aussehen. Und deshalb ist es vielleicht auch nochmal wieder ein anderer Look. Wie gesagt, die Haube extrem verlängert. Und jetzt nochmal zurück zum Heck, denn das kennen wir ja, ein 6er Heck, der hat eben diesen aufgesetzten Heckdeckel. Dafür wurde, ja, der wurde ja extrem viel kritisiert, noch mehr beim 7er, aber auch beim 6er. Wenn man sich jetzt das Heck vom Latigo CS anguckt, dann denkt man ja, boah, da erkenne ich ja gar nicht mehr, dass das mal ein 6er war. Also es ist tatsächlich komplett entschärft, deutlich cleaner, ja, ein ganz anderer Look auf jeden Fall. Gehen wir einmal kurz in den Innenraum. Spätestens da erkennen es dann die meisten wahrscheinlich, dass hier ein BMW drunter steckt. Denn so Sachen wie der iDrive-Regler oder auch die Knöpfe am Lenkrad, die wurden eben nicht verändert. Der komplette Innenraum wurde neu beledert mit feinstem Leder etc. Es wurden außerdem versucht, alle BMW-Logos zu entfernen oder zu überkleben, sodass man halt nicht mehr auf den ersten Blick erkennt, dass es ein BMW ist. Aber an so Sachen wie iDrive-Regler, Lenkrad, dem Lichtschalter, sowas erkennt man eben dann doch, dass es mal ein BMW war. Aber andererseits konnte sich Fisker so eben darauf konzentrieren, nur das Design zu verändern. Also er hatte den Vorteil, er musste kein neues Auto konzipieren, nichts komplett neu entwickeln. Er konnte das Fahrzeug inklusive aller Sicherheitsfeatures übernehmen und dann eben sich um seine Spezialität, um das Design kümmern. Und hat sich da auch voll ausgelebt. Man muss jetzt dazu sagen, als Kunde konnte man quasi zu Fisker Coachbuilding gehen und seinen 6er vorbeibringen und der wurde dann umgebaut. Das bedeutet auch, zur Wahl standen eben mehrere Motorisierungen, also 645i, 650i und eben auch der M6. Und Fisker hatte vor, 150 Stück zu bauen, also 150 Latigo CS und 150 Tramonto. Und wie wir ja wissen, hat das beim Tramonto jetzt nicht ganz so gut geklappt. Also 150 Stück waren geplant, gebaut wurden 15. Beim Latigo CS war es noch extremer tatsächlich. Also 2005 wurde das Auto präsentiert. Ab dem Zeitpunkt wurden quasi auch Bestellungen angenommen. Der Tramonto, der erste, wurde auch noch 2005 gebaut. Aber das erste Kundenfahrzeug vom Latigo CS, das wurde 2007 gebaut. Also da haben sich nicht besonders viele Leute für interessiert, muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen schade, aber wenn ich nachher zum Preis komme, kann man es vielleicht verstehen, warum das so war. Also 2007 kam also ein kalifornischer Kunde, hat seinen M6 vorbeigebracht, natürlich ein Topmodell, schön mit V10 Sauger, wie sich das gehört, und hat Henrik Fisker die Erlaubnis gegeben, ihn zum Latigo CS umzubauen. Und jetzt kommt das Traurigste an der Geschichte. Das war der einzige Kunde. Also es gibt insgesamt zwei Latigo CS. Einmal das Showfahrzeug, was 2005 präsentiert wurde. Außen silber, innen schwarz-rot. Basiert auf einem 645i. Und das einzige Kundenfahrzeug des Latigo CS. Nummer 001 von 150 geplanten. Ebenfalls außen silber, innen braun auf Basis von einem M6. Also zwei Latigo CS existieren tatsächlich nur auf der Welt. Und das finde ich persönlich sehr schade, denn ich mag immer so eigenständige Fahrzeuge. Und wenn sie dann noch auf einem M6 basieren mit V10 Sauger, ich habe schon gesagt, dann ist das natürlich nochmal was ganz Besonderes. Aber umso besonderer ist eben dieses eine Fahrzeug. Denn neben dem Karosserieumbau hat Fisker genau wie beim Tramonto auch noch ein Motortuning angeboten. Das hat er ebenfalls nicht selber gemacht, sondern hat diese Arbeiten ausgelagert, in diesem Fall zu einem amerikanischen Tuner. Und der hat den V10 Sauger, den S85 Motor, komplett auseinandergenommen, neu zusammengebaut und dann eben auch noch extrem leistungsgesteigert. Also serienmäßig hat der 5 Liter V10 507 PS. Und der Fisker Latigo CS soll tatsächlich
665 Horsepower haben, was ja, 674 PS entspricht. Das ist schon eine ganz schöne Ansage und das ohne Aufladung. Also wir reden immer noch von einem Saugmotor. Ganz schön heftig. So soll er ohne VMAX-Begrenzung 330 schaffen. Das glaube ich auch tatsächlich, denn wenn man mal so guckt, schon serienmäßige M6 oder nur mit Software gemachte M6, die schaffen auch schon 330 laut Tacho, sobald die VMAX-Aufhebung ja, auch einprogrammiert wurde. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass auch der Latigo CS diese 330 auf jeden Fall schafft. Aber eben war das Motortuning auch nicht ganz günstig. Also fangen wir mal nur damit an. Das Motortuning lag so bei 55.000 Dollar. Nach heutigem Umrechenkurs so 49.000 Euro. Und dann kommt ja noch der Karosserieumbau hinzu. Und der lag nochmal bei, festhalten, 160.000 Dollar. Nur für den Karosserieumbau. Wir reden hier nicht über das Basisfahrzeug. Das ist da immer noch nicht drin. Also die reinen Umbaukosten, und das kann man anhand der Originalrechnung von dem einzigen Kundenfahrzeug ganz gut nachvollziehen, lagen bei, ich habe es hier stehen, 216.847 Dollar, was jetzt umgerechnet ungefähr 194.000 Euro wären. Nur die Umbaukosten. Wie gesagt, da kommt einfach nochmal der M6 im Basispreis obendrauf. Also reden wir hier auf jeden Fall über ein Fahrzeug, was 270, 280 oder vielleicht noch mehr 1000 Euro neu gekostet hat. Und da kann man vielleicht auch verstehen, warum es tatsächlich nur ein einziges Kundenfahrzeug des Latigo CS gibt. Denn ich glaube, die Kunden haben sich tatsächlich einfach gedacht, oder potenzielle Kunden haben sich vielleicht einfach gedacht, für 280.000 oder 290.000 Euro kaufe ich mir dann doch etwas anderes. Denn wenn es mir nur um die Performance geht, dann kann ich mir ja auch einfach einen M6 kaufen. Wenn ich jetzt ein besonders schönes Auto haben möchte, da gibt es ja auch Tausende, da kann man ja zum Beispiel auch einen Aston Martin kaufen. Und für diesen Preis hätte man sich wahrscheinlich einen M6 und einen DB9 oder einen V-Advantage locker beide in die Garage stellen können und hätte einfach zwei Autos. Von daher, ja, das war wahrscheinlich einfach das Todesurteil für den Latigo CS. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz am Ende, denn da es nur ein einziges Fahrzeug gibt, kann man relativ gut nachvollziehen, wo sich das heutzutage befindet. Also 2007 wurde der ausgeliefert. 2011 hat sich der Erstbesitzer, der damalige einzige Kunde für den Latigo CS, entschieden, das Auto zu verkaufen an einen weiteren Sammler oder einen Liebhaber. Der hat das Auto bis 2018 behalten. Anfang 2018 kam der Latigo CS dann zu Bring a Trailer. Das ist eine amerikanische Auktionsseite, kennen vielleicht einige von euch, und wurde dort versteigert. Und der Preis, der erzielt wurde, ja, also er ist mehr als ein M6 wert wäre, sagen wir mal so, aber auch deutlich weniger als der Latigo CS neu gekostet hat. Und zwar lag der Verkaufspreis bei 105.000 Dollar, was ungefähr 94.000 Euro entspricht. Wie gesagt, ein M6 aus dem Baujahr ist deutlich weniger wert, da reden wir irgendwie über 30.000, 35.000 Euro. Aber wenn man überlegt, dass das Auto neu 270.000 gekostet hat, ist es natürlich ganz schön bitter. Aber man bekommt eben, also der dritte Besitzer hat jetzt wirklich etwas ganz Besonderes. Er kann sagen, er hat den einzigen Latigo CS, der je in Kundenhand war, denn das Showfahrzeug hat Henrik Fisker behalten. Ja, das war eine lange Geschichte, viele Infos. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was dazulernen und vielleicht kannten ja auch tatsächlich einige von euch das Auto schon. Ich habe es tatsächlich früher schon mal in einem Autoquartett gesehen, aber finde diese ja Kleinstserienfahrzeuge immer noch besonders spannend und hoffe, dass es euch ganz genauso geht.